komme zum Tagesordnungspunkt 13, Entschließung zum Verbot einer Beförderung von Tieren in bestimmte Drittstaaten. Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen, dem die Länder Hessen und Bayern beigetreten sind. Dazu gibt es mehrere Wortmeldungen. Es beginnt Frau Ministerin Hein-Esser für das Land Nordrhein-Westfalen. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wann immer Tiere über weite Strecken transportiert werden, wird ihr Wohlergehen erheblich beeinträchtigt. Und die Belastungssituation, das wissen wir, steigt mit zunehmender Dauer der Tiertransporte. Lange Beförderungen von Nutztieren stehen schon lange im sehr kritischen Fokus der Öffentlichkeit, besonders auch dann, wenn es sich um tragende Rinder handelt. Die Zuständigkeit für die Genehmigung von Transporten in Drittländern liegt bei den vor Ort zuständigen Veterinärämtern. Aber die Amtsveterinäre vor Ort fordern völlig zu Recht belastbare Informationen und klare rechtliche Vorgaben, die ihnen eine Kontrollierbarkeit des gesamten Transportverlaufs bis zum Bestimmungsbetrieb ermöglichen, gerade auch dann, wenn es um sehr lange Tiertransporte sich handelt und in Drittstaaten. Das betrifft die Informationen über die Transportbedingungen auf dem Weg von Deutschland in den jeweiligen Drittstaat. Eine wichtige Rolle hier spielen die Zustände in den Versorgungsstellen. Da haben wir ja schon wirklich schreckliche Bilder auch gesehen, in denen die Tiere nämlich bei Zwischenstopps versorgt werden. Und Informationen über Versorgungsstellen im Ausland sind sinnvollerweise zentral zu sammeln und zu bewerten. Und deshalb war es richtig und wichtig, dass der Bundesrat bereits im Jahr 2019 aufgezeigt hat, wie der Bund und auch die EU die Landesbehörden hierbei besser unterstützen können. Bislang haben wir also den Transport uns genau angeschaut, aber wir haben uns nicht angeschaut, wie die Situation tatsächlich in den Drittländern wirklich ist. Und das muss sich ebenfalls ändern. Denn im Blick auf die Verantwortung für transportierte Tiere müssen wir auch betrachten, was mit Tieren passiert, nachdem sie im Bestimmungsland angekommen sind. Denn zusätzlich zum Transportproblem gelten in Drittländern keine europäischen Tierschutzstandards. Und es gibt deutliche Hinweise darauf, dass in einigen Drittstaaten sowohl die Haltung als auch die Schlachtung von Tieren unter Bedingungen stattfinden, die nach unseren Maßstäben echt wirklich inakzeptabel sind. Die Berichte und die Bilder, die uns hier erreichen, sprechen wirklich eine deutliche Sprache. Den zuständigen Veterinärämtern sind in Bezug auf den weiteren Umgang mit den Tieren im Bestimmungsstaat die Hände gebunden. Und nach aktueller Rechtsprechung muss für die Untersagung eines Transports offensichtlich sein, dass den Tieren erhebliches Leid im Zielland droht. Für ein Veterinäramt ist dies im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Abfertigung eines Tiertransports vor Gericht nur sehr schwer zu beweisen, denn ganz allgemeine Informationen reichen hier einfach nicht aus. Aber die Gerichte haben zugleich eine Lösung präsentiert durch eine allgemeingültige Regelung auf Bundesebene. Das Tierschutzgesetz räumt nämlich der Bundesregierung die Befugnis ein, im Weg einer Rechtsverordnung das Verbringen bzw. den Export von Tieren aus dem Inland in einen anderen Staat zu untersagen. Selbstverständlich ist dabei mit Augenmaß vorzugehen. Ein Staat darf nicht allein deshalb von einem Verbot betroffen sein, nur weil es eben kein EU-Staat ist. Entscheidend ist mehr, ob es sich um ein verlässliches Zielland handelt, in dem ein ausreichender Tierschutzstandard tatsächlich gewährleistet wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Frage, ob im Rahmen von Abschlüssen von Handelsabkommen der Gesundheitskodex für Landtiere als Minimum einzufordern wäre. Das sollte der Bund im Rahmen seiner Außenvertretungskompetenz ebenfalls ausloten. Wir pochen in Deutschland und Europa auf die Einhaltung des Tierschutzes im Umgang mit unseren landwirtschaftlichen Nutztieren. Solange dies nicht auch in den Zielländern sichergestellt werden kann, sollten Tiertransporte in bestimmte Drittstaaten untersagt werden. Und deshalb sollte die Bundesregierung dringend prüfen, ob von der
bestehenden Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht werden kann. Denn es geht um den Schutzauftrag des Staates für die aus Deutschland heraus transportierten Tiere, der nicht an den Außengrenzen Europas enden kann und darf. Dafür wirbt Nordrhein-Westfalen dankenswerterweise mit der Unterstützung anderer Länder mit unserem heutigen Antrag. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Ministerin Hein-Esser. Es hat jetzt das Wort der parlamentarische Staatssekretär Herr Fuchtel für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Tierschutz besitzt in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Wir haben ihn als Staatsziel ins Grundgesetz aufgenommen und wir setzen ihn in weitreichenden Bereichen auch um. Im Bereich Tiertransporte in Drittstaaten werden jedoch immer wieder Missstände aufgezeigt und Verbesserungen angemahnt. Im Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen und Hessen geht es um Zweifel an einer unionsrechtskonformen Durchführbarkeit von Tiertransporten in Drittstaaten. Auch sollen diese Tiere in Drittstaaten besser vor tierschutzwidrigem Verhalten geschützt werden. Deswegen wird in dem Antrag ein pauschales Exportverbot bestimmter Tiere in bestimmte Drittstaaten vorgeschlagen. Konkreter Hintergrund ist der Export von Rindern nach Marokko. Ich möchte ganz klar die Haltung der Bundesministerin hier wiedergeben. Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft hat eine sehr klare Haltung, was den Transport von Tieren angeht. Wenn nicht sichergestellt wird, dass der Transport der Tiere für die gesamte Dauer des Transportes nach geltender Rechtslage rechtskonform erfolgen kann, dann dürfen solche Transporte nicht durchgeführt und dürfen sie auch nicht genehmigt werden. Um die tatsächlich unbefriedigende Situation der Transportrouten in einigen Drittstaaten anzugehen, vereinbaren wir Veterinärzertifikate nur dann noch, und das möchte ich hier auch mal hervorheben, weil es in der Öffentlichkeit so nicht bekannt ist, wenn verlässlich und überprüfbar dargelegt werden kann, unter anderem auch durch die Wirtschaftsbeteiligten, dass Exporte von lebenden Tieren, die Versorgungsstellen in Drittländer bedürfen, tierschutzkonform durchgeführt werden können. Und ich sage ganz klar, gegebenenfalls müssen wir solche Zertifikate auch zurückziehen. Nach unserer Ansicht lässt sich aber vermutlich, wir prüfen das natürlich sehr gründlich, der Vorschlag, ein Exportverbot über eine Rechtsverordnung auf Grundlage des Tierschutzgesetzes nicht realisieren. Hierzu möchte ich an der Stelle nur zwei Gründe nennen. Es gäbe noch mehr. Erstens, nach unserer Auffassung kann eine in dem Entschließungsantrag geforderte Rechtsverordnung auf Grundlage von § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Tierschutzgesetz voraussichtlich nicht erlassen werden, weil dafür valide Beweise benötigt werden, die eben nicht vorliegen. Um hier zielgerichtet aktiv werden zu können, sind offizielle Stellungnahmen etwa durch den Staat oder Behörden notwendig. Und hier liegt das Problem. Zweifel an Konformität alleine, und das ist ja vorher schon mal als Problem auch angeklungen, genügen leider nicht. Und der zweite Grund, ein generelles Exportverbot für bestimmte Tiere bzw. Nutztiere in Drittstaaten ist vermutlich nach den Vorschriften des Welthandelsrechts unzulässig. Deswegen, meine Damen und Herren, wir wissen, dass die vor Ort zuständigen Behörden vor einer sehr großen Herausforderung stehen. Sie müssen in jedem Fall überprüfen, ob ein Transport rechtskonform ist oder nicht. Und diese Entscheidung ist manchmal nur sehr, sehr schwer zu treffen. Wir müssen daher das Problem ganz sicher gemeinsam lösen. Das unterstreiche ich. Zum Beispiel
haben Melzer auch Maßnahmen ergriffen für eine aussagefähige Informationsplattform. Und wir müssen gemeinsam auf EU- und nationaler Ebene Mechanismen erarbeiten, um mehr Tierschutz auch im Hinblick auf Drittstaaten zu ermöglichen und tatsächlich auch zu erreichen. Der hier vorgeschlagene Ansatz zur Lösung, den halten wir aufgrund vorgenannter Gründe nicht für zielführend. Aus dem Grund möchte ich Sie dazu anhalten, den Antrag abzulehnen, aber gleichzeitig auch signalisieren, ja, sogar auffordern, dass alle Beteiligten durch lösungstaugliche Maßnahmen zur Umsetzung und Sicherstellung von Tierwohl nach Maßstaben unseres Tierschutzgesetzes auch beim Tierschutz, beim Tiertransport beitragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär Fuchtel. Wir haben noch eine Erklärung zu Protokoll von Herrn Staatsminister Al-Wazir für das Bundesland Hessen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung und beginnen mit den Ausschussempfehlungen, zu denen eine Einzelabstimmung gewünscht wurde. Wir kommen zu Ziffer 1. Wunschgemäß stimmen wir hier nach Buchstaben getrennt ab. Ich rufe auf Ziffer 1, Buchstabe A. Das ist eine Minderheit. Ich rufe weiter auf Ziffer 1, Buchstabe B. Auch das ist eine Minderheit. Ziffer 2. Bitte noch mal deutlich, Ziffer 2. Das ist eine Mehrheit. Ziffer 3. Das ist eine... Bitte noch mal deutlich. Eine Mehrheit. Ziffer 4. Das ist eine deutliche Mehrheit. Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlung. Auch das ist eine deutliche Mehrheit. Wer nunmehr dafür ist, die Entschließung nach Maßgabe der vorangegangenen Abstimmung zu fassen, den bitte ich um das Handzeichen. Auch das ist eine deutliche Mehrheit, dann ist so beschlossen. Ich darf damit den Tagesordnungspunkt beenden und mich herzlich bedanken.